Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt ja euch zahlreich gewünscht, nochmal ein Video mit dem Thomas zu machen. Und da haben wir auch den Thomas direkt. Er war sofort mit dabei und hatte auch Bock, nochmal was zu machen. Und wir drehen heute wieder ein paar Videos für euch im Bikepark Olpe. Thomas, möchtest du noch irgendwas sagen, was wir heute so vorhaben? Ja, also mich hat gefreut nach unserem ersten Kurs erstmal, dass ich geschafft habe, in den Hirnwindungen von Daniel fest zu bestehen. Ich habe es in Videos immer wieder meinen Namen gehört oder halt die meiner verbildlichten Befehlekette wie Gorilla oder Füße runter. Er hat schön steiler Fahrt geübt, er hat die Hausaufgaben gemacht, er hat sich das zu Herzen genommen zu üben und dadurch wird er jetzt belohnt, dass er noch weitere. Es haben viele gewünscht, sich die typischen Mentalsachen, Anliegerkurven, Doubles, Drop etc. Wir werden heute mehrere Videos machen und dann jedes Thema für sich abgeschlossen bearbeiten. Ich denke, der Daniel kommt heute wieder ein Stück weiter. Und ich beobachte auch seine Videos und mir ist aufgefallen, dass es ihm doch noch schwerfällt, mal laufen zu lassen. Ne, gerade wenn es technisch wird, deswegen werden wir heute diese technischen Sachen wie Drops, Doubles, Wurzeln vielleicht mal angehen. Gucken, was wir alles schaffen. Genau. Ja, ich freue mich. Und ihr habt schon rausgehört, es gibt sozusagen eine kleine Videoreihe. Und das Ganze baut auch so ein bisschen aufeinander auf, wie das hier so im Park ist. Deswegen könnt ihr das vielleicht auch mitnehmen für alle, die auch vielleicht diesen Bikepark hier besuchen. Ganz interessant. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Okay, ab geht's. Let's go. Mein lieber Daniel, es gibt viele Mythen im Fahrtechnik-Video-Dschungel im freien Internet. Ein Mythos will ich heute mal aufklären, dass der einfach ganz wichtig ist bei allen Bewegungsabläufen, die teilweise sehr komplex sind und mehrere Körpergruppen beanspruchen, ist bei vielen verschwimmt Ursache und Wirkung. Großer Mythos beim Off-Camber-Kurvenfahren, das heißt Kurven, die keine Anliegerkurve haben, sondern auf der Ebene gefahren werden. Mythos zum Beispiel, der innere Arm streckt sich, der äußere geht nach außen und dann dreht das Rad um die Kurve. Und ich werde dann den Arm mal strecken und den anderen knicken, damit wir einfach mit dem Mythos mal aufräumen können. Und ihr guckt, welche tolle Kurve das Fahrrad fährt. Los geht's! Nämlich gar keine. Korrekt. Gar keine Kurve. So wie ihr gesehen habt, fährt das Rad eigentlich durch die Armknickung gar keine Kurve. Das heißt, wenn ich aber mir Videos angucke und Leute haben diese Armhaltung, fahren die sehr gut um die Kurve, aber dass die Arme sich so bewegen, unsere Grundposition, wir haben es nicht vergessen, ist der Gorilla. Das liegt an was anderem und zwar liegt das daran, wenn wir unsere Hüfte drehen und unsere Schultern hier, dann ist diese Bewegung nur eine Ursache. Die Wirkung ist die Hüftdrehung neben das Rad. So, das bedeutet, wie beim Skifahren oder anderen Sportarten, die Hüfte und der Blick macht die Kurve, nicht die Arme. So, ganz wichtig. Auch noch wichtig, bei einer Off-Camber-Kurve haben wir keinen Anlieger. So, kurze Erklärung. Warum legen wir denn, warum drücken wir das Rad denn überhaupt runter? In einer Off-Camber-Kurve, wo kein Anlieger ist. Warum drücken wir das Rad runter? Damit wir mehr Traktion haben? Nein. Nein. Weil es schön aussieht. Nein, wir drücken das Rad in der Off-Camber-Kurve runter, um der Fliehkraft, die uns nach außen drücken will, die Fliehkraft, will uns nach außen drücken in der Kurve, entgegenzuwirken. Das hat den Nachteil, wenn wir das Rad nach innen kippen und wir fahren auf losem Boden, dass wir dann den Mittelstollen verlassen und auf den Außenstollen gehen. Legen wir uns jetzt mit in die Kurve, wie es zum Beispiel Motorradfahrer machen oder Rennradfahrer, halt wirklich mit dem Fahrrad so in die Kurve legen, auf flachem Boden, haben wir auf dem Waldboden, da wir fast einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten haben, dann macht das Rad so und wir liegen neben dem Fahrrad. Wollen wir nicht. Also müssen wir auch hier wieder einen Ausgleich schaffen. Wie bekomme ich den Druck von den Mittelstollen auf die Außenstollen? Da muss der Druck hin. So, wir erinnern uns, wir kippen das Rad. Jetzt ist das Rad hier auf dem Außenstollen. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Die beste ist natürlich, die Hüfte rauszudrehen und mich quasi neben das Rad
Dann habe ich hier auf den Stollen, man sieht es auch wieder, Reifenpump, habe ich an dem Außenstollen wieder Druck. Man kann den Druck noch erhöhen, machen viele, indem man das kurvenäußere Pedal noch runter macht. Dann hat man hier noch mehr Druck. Ist aber im Bikepark nicht immer angebracht oder in Trailparks, weil oft danach sofort eine andere Kurve kommt und dann muss man immer die Pedalstellung korrigieren. Also die Hüfte rausdrehen ist das Maß der Dinge. Ist das dabei egal, welcher Fuß vorne steht? Das ist egal. Also die Leute fahren sowieso immer mit ihrem Sahnefuß vorne. Also ja. Ich fahre auch rechts und links Kurven mit dem rechten Fuß vorne. Wenn man natürlich das Pedal hängen lässt, dann immer das kurvenäußere Pedal, weil man ja sonst innen aufsetzt. Ich fahre jetzt nochmal die Wiese, der Daniel guckt sich's an und jetzt drehe ich mal nur die Hüfte und mache die Blickführung. Wir erinnern uns, Blickführung von letztes Mal, so als ob ich einen steifen Nacken hätte. Das heißt nicht wie im Auto, Schulterblick so, weil wenn jemand so guckt, dann bringt das nichts beim Radfahren. Wir stellen uns vor, der Kopf ist fest an den Schultern und wenn ich gucke, folgen die Schultern und die Hüfte dem Blick hier. Und die Hüftdrehung bringt das Rad um die Kurve, ganz von alleine. Ich mache es mal eben einmal vor. Ist übrigens mit das Schwierigste beim Mountainbike-Fahren, vernünftige Off-Camber-Kurven zu fahren. Ich muss zugeben, richtig gut bin ich da drin auch nicht, weil ich halt 90% meines Lebens in einem Bikepark verbringe und wir hier quasi keine Off-Camber-Kurven haben. Ich fahre mal hier runter und dann seht ihr gleich, werde ich dann den Hüftimpuls einleiten und dann fahre ich quasi Richtung Mittelspur. Wie gesagt, ist sehr komplex. Verschwenden wir heute nicht viel Zeit drauf, weil wir fahren ja Bikepark und im Bikepark haben wir 90% Anliegerkurven. Aber das ist ein wichtiges Werkzeug im Wald, wenn du Trails fährst und wenn man halt eine Anliegerkurve nicht so steil ist oder du eine Anliegerkurve innen fährst, wo gar keine Schräge ist, dann brauchst du auch diese Technik. Deswegen machen wir es jetzt kurz. Versuch's mal, Daniel. Okay, ich probiere mein Glück. Erst schön geradeaus gucken und dann den Blick mit der Schulter und der Hüfte ändern und schon fährst du in die Kurve. Und vorher nicht so runtergehen, ne? Wie von alleine, Zauberhand. Ja, am Anfang denkt man so, ist komisch, aber es funktioniert dann. Ich mach nochmal. Ja. Ich bin ja so ein Mensch immer für Bilder, weißt ja, Daniel. Ja. Wenn du eine Kurve fährst, stell dir das Bild vor, du musst dringend mal groß auf Toilette und das muss raus aus der Kurve, weil du nicht rein in die Kurve machen willst. Das ist die Bewegung, ne? Raus aus der Kurve. Der Hintern hängt quasi außen immer, ja. Ne? Durch das Hüftdrehen und dadurch kriegst du extrem viel Druck auf die Außensteuer. Ne? Also das Ganze kann man auch wirklich bis zum Exzess treiben quasi. Also man kann das Rad tatsächlich sehr, sehr weit runternehmen. Ne? Wenn man dann so Action-Videos sieht, haben die manchmal tatsächlich den Lenker fast am Boden. Ja, ja. Aber dadurch gleiche ich halt Fliehkraft aus und bekomme halt einfach wieder Kontrolle übers Rad auf losem Boden. Das zählt alles nur immer für losen Boden. Wie gesagt, Rennradfahrer, MotoGP, die fahren ganz anders durch die Kurve. Können wir leider nicht, weil unsere Reifen immer wegrutschen. Wollte ich die heute nur anreißen. Wir gehen jetzt, da das ja heute das Thema Kurven ist, gehen wir jetzt rüber. Und reden jetzt genau über die andere Kurve, nämlich die Anliegerkurve, die ja zu 90% unser Bikeparkleben bestimmt. Also rollen wir mal rüber. Bis gleich. Jetzt haben wir kurz angerissen das Thema Off-Camber-Kurven. Das ist der Fachausdruck für offene Kurven, für Kurven, die keinen Anlieger haben auf losem Boden. Ich habe dem Daniel erklärt, warum man da das Rad legt und den Körper nach außen dreht. A, um Druck auf den Außenstollen zu kriegen und B, halt, um der Fliehkraft entgegenzuwirken, die einen ja eigentlich nach außen drücken will in der Kurve. Jetzt das nächste Thema, schwenkt mal rüber. Anliegerkurven. Daniel, welche Kurventechnik brauche ich denn jetzt in einer Anliegerkurve? Ich habe gelernt, in den Gorilla zu gehen und einfach nur die Blickführung ans Ende der Kurve. Genau. Das Tolle ist, ich brauche in einer Anliegerkurve gar keine spezielle Kurventechnik, sondern ich fahre eigentlich so, wie ich im Bikepark sowieso 80% fahre, aktiviert im Gorilla mit Blickführung zum nächsten Hindernis oder 10 Meter voraus ungefähr. Kommt natürlich ein bisschen auf die Geschwindigkeit an. Jetzt erkläre ich aber, ich bin so gerne so ein Warum-Mensch, warum denn überhaupt? Warum kann ich denn jetzt nicht auch in der Anliegerkurve mein Fahrrad legen? Warum sollte ich das nicht tun? Ganz einfach erklärt, wenn das Fahrrad auf der Ebene ist, dann fahren wir auf dem Mittelsturm, hier. In der Off-Camber-Kurve fahren wir dann auf den Außenstollen, hier. So.
Jetzt schiebe ich das Rad mal in die Anliegerkurve. Wir gehen davon aus, wir sind im Gorilla. Wenn man jetzt die Kamera von hinten anführt und würde das drehen, das Bild, sieht es wieder so aus, als ob das Rad in der Ebene steht, weil wir fahren wieder auf den Mittelstollen, nicht auf den Außenstollen. Deswegen brauchen wir in Anliegerkurven keine Kurventechnik, weil wir fahren ganz normal auf den Stollen, auf denen wir auch in der Ebene fahren. Viele haben die Sorge, dass sie dann runterrutschen im Anlieger. Nein, die Fliehkraft hält uns im Anlieger. Das heißt, umso schneller ich den fahre, umso sicherer wird der Anlieger. Wichtig ist immer, dass ihr im Gorilla bleibt. Aber generell erstmal für Einsteiger ist der Gorilla eine super Sache. Ich glaube, das kann Daniel bestätigen, um einfach in den Mittelpunkt des Rades zu rücken. Ob man das dann später in anderen Situationen anders macht, erstmal wieder Gefühl für die Mitte kriegen im Rad. Ich gehe einfach nur in den Gorilla. Das hat den Vorteil, wenn ich immer im Gorilla bleibe, bleibt das Rad immer 90 Grad zum Boden, egal was für ein Hindernis kommt. Das heißt, ich bleibe immer in der Mitte im Rad. Ich komme nur, wenn ich halt einen Arm ein bisschen strecke und einen ein bisschen knicke. Das ist Kurvenlegen und dann komme ich auch aus der Mitte raus. Im Anlieger nicht machen, den Anlieger einfach nur fahren. Das Wichtigste beim Kurvenfahren ist die Blickführung. Bei dieser Kurve speziell sieht das so aus, dass ich hier im Scheitelpunkt der Kurve ungefähr hier schon zum nächsten Hindernis gucke. Und dann werde ich automatisch dahin geführt. Der Daniel kennt es, guckst du vor dem Baum, fährst du im Baum, guckst du zum Ende der Kurve, fährst du auch zum Ende der Kurve. Ganz wichtig, jetzt die Frage, was sind denn die zwei No-Gos in einer Kurve generell, was man auf gar keinen Fall machen sollte, selbst wenn man denn Angst bekommen sollte vor Geschwindigkeit. Zwei Sachen, die man auf gar keinen Fall machen darf, die ich aber hier sehr oft sehe, weil sie Alltag sind. Daniel, fällt dir was ein? Ja, nicht bremsen. Gut, genau. Warum nicht? Wenn ich jetzt hier fahre und bremse, dann kippt das Fahrrad nach hier. Es stellt sich auf, richtig. Es stellt sich auf und dann was passiert? Ich raus. Ich fahre raus aus dem Anlieger und stürze in der Regel. Muss nicht sein. Gut, bremsen also schon mal nicht. Was sollte man noch nicht machen in der Kurve, was sehr viele Einsteiger machen? Genau wie bei Steilabfahrten. Den Hintern nach hinten nehmen? Den Druck vom Vorderrad wegnehmen. Ja. Es ist halt im Gehirn wieder so, dass uns das Gehirn ja sagt, Sicherheit ist nach hinten gehen. Ist es aber gar nicht. Sicherheit ist Druck auf dem Lenker haben, weil das Vorderrad kontrolliert, wo wir hinfahren. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, das muss man üben. Aber wenn man es einmal drauf hat, diese Kurve nur mit Druck zu fahren, ist es einfach ein Traum, weil man muss selber gar nichts mehr machen. Mhm. Das fährt sich wie von alleine. Jetzt haben wir genug gelabert, jetzt fahren wir. Nun fahren sehr viele im Bikepark so eine Kurve, deswegen haben wir immer den ganzen Schotter auch in den Kurven. Eine Kurve tatsächlich hier so innen an. So, dann ist das Problem, wenn ich eine Kurve innen anfahre, ich fahre jetzt mal weiter, dann macht die hier zu, die Kurve. Das kann man extra machen, wenn man mit dem Hinterrad brappen will. Das ist aber nichts für Einsteiger, das ist eine Profitechnik. Also machen wir das nicht. Das hat den Nachteil, dass genau in dem Punkt, du in der Kurve, wenn du jetzt so da reinfährst, dir da vorkommst, dass du die Kurve nicht schaffst. Liegt nur an der Linienwahl. Wenn ich außen in die Kurve reinfahre, wirklich ganz außen hier, dann macht die Kurve ab hier auf einmal sogar auf. Das heißt, die wird nicht enger, die Kurve. Die bleibt, wie sie ist. Und das ist ein sehr harmonisches Gefühl, wie wenn eine Kurve halt zumacht. Wir fahren auch gleich eine Kurve, die extra zumacht. Andere Geschichte, da ist die Kurve extra so gebaut. Wichtig ist mir halt, wie gesagt, wenn du halt hier zu schnell vorkommst, weiter runter gehen. Ja. Und dann das nächste Mittel, die Aufkämmerturmtechnik. Nicht bremsen, nicht nach hinten gehen, nicht aufstehen. Ganz wichtig, weil sonst leider Sturz in der Kurve. Wir gehen nochmal hoch und fahren jetzt mal einen Ticken schneller. Guck mal, wenn man meine Pinne weggemacht.
jede Anliegerkurve ist natürlich gleich. Ich zeige euch das mal, die Kamera folgt. Ich versuche langsam zu gehen, damit der Autofokus sich anpassen kann. So, die äußere Kurve da hat einen relativ flachen Winkel und einen großen durchgehend in einem einen Radius. Diese innere Kurve fängt flach an und wird dann hier extrem steil. Die fängt auch offen an, die Kurve, und macht dann hier einen 90-Grad-Knick und zu. Da kriegen viele Leute Panik, aber wenn du im Gorilla bleibst und die Blickführung stimmt, macht das Rad das ganz von alleine. In der Kurve kannst du quasi brappen, obwohl du nicht brappen kannst. Das macht die Kurve. Also es ist eine ganz tolle Kurve, eine meiner Lieblingskurven hier in dem Park. Wir werden die jetzt erstmal einmal langsam anrollen. Dann gucke ich, wie du die rollst, und dann wirst du merken, wenn du dich da auf den Gorilla verlässt und auf die Blickführung, wirst du richtig cool um die Kurve quasi so rumgeswitcht. Tolles Gefühl. Gefühle sind ja unser Hauptding in dem Sport. Die wollen wir haben, coole Gefühle. Also let's go. Man will bremsen. Wie auf Schienen? Ja, aber man will halt in dem Moment, wo man in diese Kurve fährt, wo die zumacht, willst du bremsen. Da will ich bremsen. Und dann einfach, wenn dieses Gefühl kommt, wirklich runtergehen und schön die Blickführung, weil dann dreht sich die Hüfte ein bisschen raus. Wir fahren mal nochmal mit einem Ticken schneller. Ach, scheiße. Das ist jetzt quasi mein täglich Brot. Der schöne Bikepark-Benutzer will diese Kurve fahren. Ich hoffe, er hat sich nicht zu doll wehgetan. Alles gut? Ne, mir ist nichts passiert. Irgendwas hat sich geknallt. Schienbein. Meine Hauptfunktion ist da natürlich gar nicht eigentlich zu lehren. Ja? Deswegen Fahrtechnik-Trainer oder Lehrer ist ein komisches Wort. Analyst trifft es eigentlich mehr. Ich muss ja analysieren, was hat er falsch gemacht? Warum fährt er aus der Kurve raus? Er fährt aus der Kurve raus, weil er tatsächlich A, nicht mehr zielfokussiert geguckt hat und weil er ungefähr so auf dem Fahrrad gesessen hat, statt so. Das heißt, Daniel hat sich zu wenig aktiviert. Ich zeig's dir jetzt nochmal, du stellst dich dahin, ich fahre jetzt nochmal durch und du guckst, wie schön, vor allem meine Blickführung, wie ich zu dir gucke. Stell dich da an den Pfosten, dann siehst du das, wie ich auch dann natürlich im letzten Moment auch die Hüfte ein bisschen rausstelle, dann dadurch, dass ich rüber gucke. Das ist ein Automatismus, der passiert einfach. Ich habe sogar so viel Druck auf dem Hinterrad, dass das Vorderrad dann hochkommt. Ja. Es ist einfach die Blickführung. Ne? Ist keine leichte Kurve, wenn man nicht schnell fährt. Muss man sich ein bisschen rantasten, vielleicht ein bisschen vorstellen, als ob man eine Wall fährt. Aber wie gesagt, ein bisschen muss man natürlich auch üben. Man kann ja nicht erwarten, dass man jede Anliegerkurve sofort wie, Loic Bonny runter durchknallen kann. Das ist halt, muss man ein bisschen üben. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Sehr viel immer noch auf dein Bike. Naja, ich hab's gemerkt. In den ganzen Videos von dir habe ich auch gesehen, dass du unglaublich die North Shore in Winterberg. Ich sehe sofort, wie der Fokus von deiner Helmkamera nach unten geht, weil du die ganze Zeit guckst, was passiert 2 Meter vor meinem Vorderrad. So, das Problem ist, sobald ich anfange zu kontrollieren, was vor meinem Rad ist, weiß das Rad nicht mehr, wo es hinfahren soll, und es passiert das hier. Das reicht in so einer Kurve, um da rauszufahren. So ein kleiner Schwenk reicht komplett aus, dann bist du raus aus der Kurve. Deswegen ganz wichtig, Leute, die Blickführung fokussiert aufs nächste Hindernis und in den Gorilla. Jo, das war die Einheit zum Thema Kurven. Ich habe auf jeden Fall wieder jede Menge Hausaufgaben mit nach Hause genommen von heute. Ihr habt es ja gerade gesehen, die zweite Kurve hier, die hat noch nicht so gut gefluppt. Aber ja, wir sind ja nicht hier, weil ich schon alles kann, sondern weil ich halt ein bisschen lernen will. Und deswegen gar nicht schlimm. Vielen Dank, Thomas. Ich hoffe, die Leute konnten ein bisschen was mitnehmen wieder. Ich bin mir ziemlich sicher,
weil ich hatte genau die gleichen Fragen wie am Anfang, die du auf der Wiese gestellt hast. Also bei mir war es so, klar hat man sich Videos für Kurven angeguckt und man ist irgendwann so verwirrt, soll ich mich jetzt in die Kurve legen? Was heißt überhaupt in die Kurve legen und was ist da zu tun? Deswegen war das auf jeden Fall nochmal so ein Augenöffner. Ja, was mir halt ganz wichtig ist, viele verwechseln das, dass einen der Anlieger oder die Wall quasi in diese Position bringt. Das denken, denken viele Leute, das wäre in die Kurve legen. Nein, das ist einfach den Boden machen lassen, was halt sowieso passiert. In die Kurve legen geschieht immer aktiv aus den Armen, aus der Hüfte. Das passiert nicht durch die Kurve an sich. Man fährt ja immer noch, wie gesagt, man muss sich eigentlich immer nur ins Gedächtnis rufen, wie viel fahre ich auf dem Mittelstollen? Umso mehr ich auf dem Außenstollen fahre, umso mehr muss ich natürlich dann eine Off-Camber-Kurventechnik anwenden. Mhm. Fahre ich eine Kurve oder eine Wall, die einen sehr hohen Reibungskoeffizienten hat, fahre ich eine Wall, muss ich mir gar keine Gedanken machen, dann werde ich so reingepresst. Das sind die einfachsten zu fahrenden Kurven im Bikepark, wenn sie trocken sind. Dann ist eine Wall halt einfach ein Traum. Das ist die beste Kurve im Bikepark. Jo. Yes. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Schaut auch mal bei Thomas bei Free and Ride vorbei. Alles, was ihr braucht, findet ihr unten in der Beschreibung. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Seid gespannt, denn es gibt noch Fortsetzung von diesem kleinen Fahrtechnikkurs. Bis dann. Macht's gut. Ciao.